Vlog mit Valeria. Morgen geht's los. Morgen. Ich gehe jetzt schlafen. Ich muss um 5, 6 aufstehen, so. Okay, bye, guys. Der nächste Morgen, hab gegessen, Skincare, alles gemacht und gepackt. Und um 8.05 Uhr geht mein Zug. Und jetzt ist gerade 6:45, also ich habe noch genug Zeit. So, also das muss jetzt irgendwie so. Ma, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Boah, gar keinen Bock. Boom. Und jetzt habe ich noch viel mehr Angst, dass ich irgendwas vergessen habe. Das ist mein Outfit, also ganz normal, aber trotzdem Regenjacke, weil es regnet draußen. Nächsten, liebe Luna, lieb deine Mitmenschen. Jetzt gibt es eine Roomtour von Valerias Zimmer. Da kommt man so rein und da gibt es so Müll. Und da auch. Und da ist so ein Ästhetikschrank. Naja, und da ist so Deko. Da ist dann der Tisch. Da wurde schon fleißig gegessen. Da ist die Kamera. Stundenplan. Die Ästhetik. Schularbeitenstoff. Oh mein Gott, sie hat, oha, ihre CDs. Jetzt gibt's eine CD-Tour von mir. Number One, Billie Eilish. Wer zum Fick ist das? Coldplay, bisschen Depri, Pink Floyd. Florence and the Machine. Lord. Lana Del Rey, Ibiza. Suck It and See. Lana Del Rey Ultra Violence. Lana Del Rey. Oh mein Gott, die hat gefühlt jedes verfickte Album von mir. Das reicht. Taylor Swift. I mean, sis, Taylor Swift. Since I had the rolling on the wrist, I'm the new Jesus, bitch. I turn water to Chris. Ja, Leute, vom Weg, da hat Valeria auch viel mitgefilmt. Auf jeden Fall gehen wir jetzt auf den Flohmarkt. Der heißt Meta statt Flohmarkt. Ja, hässlicher Name. Und hoffentlich findet man da richtig coole Sachen. Und wir haben uns gefühlt. Die Formel 1 Erstellung. Ja, die nervt. Und wir haben uns gefühlt 10 Mal verlaufen, weil Google Maps richtig scheiße ist. Schauen wir Berliner Fernsehen. Der vegane Döner war Bombe. Und wir gehen jetzt Verdauungsspaziergang machen. Hashtag Healthy Lifestyle. Oh mein Gott, die Jacke kaufe ich morgen. You're right, Jenny, from number 6. Oh wow. Oh my God. Let me in, please. Let me in. I am disgusted. So, wir waren jetzt gerade bei Veganista in Wien.
Und Lavendel Heidelbeere ist eines der gottverdammt geilsten. Du bist krank. Bitte. Du bist krank. Bitte. Im Kopf. Bitte. Ein kleiner Stecker. Nur so ein bisschen. Beiß ab. Hm? Bakterien. Eww. Ja, auf jeden Fall. Heidelbeere. Mm. Gell? Aber schmeckt sehr nach Lavendel. Ja, es schmeckt sehr nach Lavendel, aber es ist Kopfweh von dem. Es ist sehr gut, aber auf jeden Fall, es schmeckt richtig lecker. Es schmeckt wirklich extrem fucking lecker. Es schmeckt extrem. Also es beruhigt mich irgendwie so. Irgendwie. Can you distract me from all the disaster? Can you touch on me and I'll call me after? Yo, Broskis, wir sind wieder back at Valerians House und wir chillen jetzt, weil es ist anstrengend. Der Vlogger. Und wir haben Reispapier gekauft. Swag. Okay, wir reden jetzt so richtig sassy und so, aber halt so auf Englisch und so. Egal, wir sind einfach dumm. Like, this fucking dog, like, put your fucking leg away, like, this fucking dog, like, ew, like, he's stinky, like, it's giving homeless, like, it's giving furry. For real, like, your paws, bitch, girl, go clean them. Like, and you want me to take you for a walk? Like, bitch, go walk yourself. You're grown up, bitch. You're grown up. You're literally 35 for in real. Human years. For real. Where are your kids? Where for real. Your where's your income? Girl, she ate you up. She ate you up and left no You crumbs. Didn't cook. You will get cooked. Bitch, walk yourself. Go fucking take a walk and come home. Never again. This tastes like shit, honestly. She's not part of the LGBTQIA+ community. She's an L. Is she an ally? Or is she like, or is she homophobic? Are you homosexual? A what? I'm homosexual. Go to the fucking church, bitch. Pray. Pray, bitch. You're a homosexual. I don't need this shit. You're not giving. Bitch, your mom is not giving. Your face is not giving. Bitch, you're bleaching your hair. You're bald. You're almost bald, like Doja Cat, like. Be fucking for real, like. Walk him like a dog, walk him like a dog. Walk him like a dog, walk him like a dog, sis, walk him like a dog. Whoever trying to regulate it, walk him like a dog, walk him like a dog. Wir sind da jetzt im Bett. Und wir waren vor allem mit den Hunden, also auch mit ihr. Spazier. Oha! Nutzt Freunde für Fame aus. Stimmt. Wir waren spazieren und jetzt sind wir im Bett. Und wir haben eigentlich gar keine Eier und Bock. Ich hasse Videos schneiden, danke. Mehr irgendwas zu tun. So, mit super Licht. Diese Armbänder habe ich am Flohmarkt ergattert. Einmal dieses Exemplar, dann einmal dieses und dann nochmal das gleiche und so anderes, aber das rostet schon Loki. Aber insgesamt für 3 Euro, also Schnapper. Und dann noch so eine richtig schöne Uhr, aber da geht die Batterie nicht. Die schaut so ähnlich aus wie die Casio, nur mit so ein bisschen Gold drinnen. Hallo, ich war jetzt gerade duschen, sie stinkt. Spaß. Ja, wir essen jetzt. Steh mal kurz auf. Und es ist veganer Leberkäse und ich bin jetzt sehr kritisch und... Ja, jetzt wird gemampft und dann... Heia. Liebe Grüße aus Wallis Zimmer. Wir gehen jetzt wohin? Maria Helfer, uhu. Ja, ich bin schon fertig und alles wartet noch auf Valeria. Tell me where to go.
sag nochher das gute Stück. Das sieht richtig hässlich aus. Ja, das sieht nicht nach 5 Euro wert aus. Ja, schaut jetzt irgendwie hässlich aus. Ja. Wir sind wieder daheim und ich gebe euch jetzt kurz einen Haul, was ich mir gekauft habe. Das erste Stück ist die Hose. Die hat so einen orangen Streifen auf der Seite und ich habe so ein genau gleiches oranges T-Shirt daheim, deshalb passt es super. Und das andere ist dieses Top hier, es ist ein bisschen enger, aber passt. Und eigentlich, es passt auch mit der Hose. Es sind fast die gleichen Töne. Das ist das andere, das ist richtig geil. Das ist einfach ein Madonna Tour T-Shirt von 2004, vor 20 Jahren. Und das ist das letzte Item. Eine schwarze normale Jogginghose von Nike. That's it. Ja, post mal wieder Kinder, gell? Mhm. Update. Also, ich esse jetzt die Pizza. Und Vali arbeitet auf Hochtouren, damit das Video ja pünktlich Leute ankommt. Komm jetzt. Komm. Hallo. Gell? Ja. Komm jetzt, Wally. Ja, Digga! Komm jetzt. Stell dir nicht so an. What the fuck, Prince? Sag Hallo zu Jennifer. Hallo. Wir machen uns gerade fertig fürs Krimi-Dinner bei Wallis Freund Nen. Und ich habe gerade meinen Bestseller geschrieben, weil ich bin nämlich so eine Krimi-Autorin. Und da geht es darum, dass sie so Junkies verlieben. Ein ganz spezielles Tinder-Video, denn heute haben wir ein ganz bekanntes Gesicht in der Reihe. Auf jeden Fall, ja, das ist richtig cool. Das heißt, Liebe macht süchtig. Jungs, beste Pose. Jawohl, Jungs. Guck mal hier. Meines Outfits. Oh mein Gott. Ich schaue okay gefährlich aus und sie schaut aus wie eine Mutti. Mama, würdest du sowas anziehen? Oma. Outfit. Ich fühle mich Loki irgendwie kriminell. Sie hat irgendwie gar nichts. Sie hat nur mehr 20% Sehvermögen. Ist rein. Doch, bitte. Ja. Vielleicht kann. Es wäre richtig cool, wenn du so Lampen runterhängen würdest. Meine lieben Leute, ich glaube, heute ist richtig wenig gefilmt worden. Aber wir sind jetzt wieder zurück. Das war sehr lustig. Das war schon sehr lustig. Aber ich war nur eine Nebenrolle. Ja, ich geh dann noch duschen und dann. Heia, heia. Darf IKEA angesichts der bedrohten Wälder immer mehr Holz verbrauchen, um immer weiter zu wachsen? Die Erik, den Samen. Seit je. Wir haben noch gegessen und wir fahren jetzt dann gleich. Hallo Menschen, wir fahren jetzt los und eigentlich haben wir gedacht, wir haben noch viel Zeit, aber wir sind jetzt einfach 5 Minuten zu spät. Ich war jetzt zurück, es war extrem cool, ich habe mich gefreut, dass ich wieder mal Valeria gesehen habe. Ich hoffe, euch hat der Vlog auch gefallen. Ich sage, trinkt genug Wasser, wenn ihr auf Reisen seid und ciao, Kakao. Follow me to my dressing room. Let me know if you ain't got that NSFW. Now it's safe to finish what we started. First impression of you is you really like.